Machtprobe. Nehmen wir das doch mit. Ich mach mir nichts aus diesen Darbietungen. Also beende ich es schnell. Nahts, Duke. Kann durch Fern- oder Schattenangriffe verwundet werden. Aha. Ich weiß nicht, warum das gerade nicht funktioniert hat, aber ist okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum das nicht einmal funktioniert hat. Kein Fokus, vielleicht kein Fokus, aber macht auch keinen Sinn. Er hat's besiegt, oder? Machtprobe. Mach angestiegen. Geil. Eine schmutzige Angelegenheit. Lasst es uns beseitigen. Jo. Ich kann... Ja. Da bist du ja. In ganzer verrottender Pracht. Du fällst förmlich auseinander. Sagst genau du, mein kleiner... Uruka? Du Narr! Ich bin zu klug für diesen Dreh! Jo! Du bist zu klug! Hab ich gewusst. Den da. Ukrom! Ich wundere mich, dass bis jetzt noch gar kein Ork wiedergekommen ist. Bin ich ziemlich erstaunlich, Alter. Dass bis dahin noch gar kein Hauptmann wieder zurückgekehrt ist. Hässliche Gulle, Alter. Ich muss sagen, die Gulle erinnern mich ein bisschen an Gollum. An seinen kleinen Smergol. Gollum. Daran erinnern mich die Gulle. Smergol. Fehlen ja bis doch 5. Wow. Also das ist echt, ja, wenig Zeug. Als Hauptmanns wollte ich begegnen, wenn sie die Tür des Hauptmanns zuordnen. Die Tür eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und gesunde Freundschaft hinterher. Und Aufzwängung oder Brandmachung von oben. Das benutze ich eigentlich nie. Da benutze ich nie das Ding. Kann ich das hier nutzen? 5 Elbengeschosse bei Naturisierung finde ich geil. Müsste ich eigentlich noch da nach unten gehen.
Heißt aber, ich müsste dann wieder bis hier hochlatschen. Aber ich kann mich dann einfach hier hinporten. Na ja, gut. Erzähl uns doch von den Geräuschen, die du wieder und wieder hörst. Halt's Maul! Du findest das nicht mehr lustig, wenn du sie erst mal gehört hast. Lustig! Ich find's funny. Bisschen funny frisch und so. Ja, du hast ja auch cool, du holst mich kurz wieder sowieso nicht ein, du bist so langsam. Mal eine Hülle, wo keine Ghule drin chillen, Alter. Das ist erstaunlich krass. Gib mir dein Artefakt. Dankeschön. Easy. Die verfluchten Fliegen verfolgen mich. Ich kann kaum einen Schritt ohne ihr ständiges Summen tun. Ich wollte Towerman sehen, die Sklavenstadt. Die Orks besitzen ein Gefängnis dort und haben genug Menschen in ihrer Gewalt, um die Minen und Mühlen der ganzen Stadt zu betreiben. Doch da war sie. Eine einzige stinkende Fliege. Ich konnte ihr Summen hören. Bloß sehen konnte ich sie nicht. Das Biest ist mir gefolgt. Ich schwöre es. Da saß ich auf einem Schiff mitten im Nurnenmeer mit nur dieser Fliege als Gesellschaft. Als wüsste sie etwas. Als beobachtete sie mich die ganze Zeit über. Diese Summen und Brummen findet kein Ende mehr. Ganz gleich, ob ich schlafe, esse oder ob ich ein Geschäft verrichte, ich höre sie. Sie sind in meinem Kopf. Sie sollen aufhören. Ich glaube, du hast ein Fliegenproblem, ein Fliegenproblem, Junge. Der heraufziehende Krieg wird Mittelerde verschlingen. Viele Mächte setzen ihre Steine auf das Feld. Ja, Steine auf das Feld setzen. Wen haben wir denn hier? Herzfresser, wenn der schon mal direkt hier eine Mission in der Nähe hat, 200 Fuß weg, dann gehen wir da doch hin. Dann nehmen wir den doch mit. Den kleinen süßen Fratz, den Gimup. Dann soll der aufhören, Herzen zu fressen. Ghouljagd. Ihr Junge will ein kleines Tier. Was? Das funktioniert nicht jetzt mal. Ist es am Fokus oder an was liegt das? Ich habe keine. Ja. Du dachtest, du wärst der Jäger? Arme blinde Beute. Mach die nieder! Dann kämpft man nicht neben einem Explosivfass, mein kleiner Freund. Alter, jetzt gehen mir die Kugel schon auf. Ziemlich auf den Sack, Alter.
Versuch es gar nicht erst. Das kannst du doch besser. Wohin willst du eigentlich, du kleiner Pisser, ha? Ja, genau. Moin. Die Tapferkeit der Menschen. Na gut, tschüss. Kleiner Pisser, du. Ja, komm weg, Dalion. 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 Mit D. Dalion. D. Wie Dora. Wir kamen da runtergesprungen, mein kleiner Freund. Ah, okay, gut. Kombo-Angriff! Alter, was wollt ihr denn jetzt alle von mir, ha? Oder? Fährt die Klinge, Alter. Jo. Du hast es nicht anders verdient. Ja, schrei für mich. Sehr gut. Bitte. Fluss Poros. Ja. Schon so eine hässliche Mission breiten, Alter. Das kannst du dir halt nicht ausdenken, weil dieses Karagor so geistig behindert ist. Das ist es. Karagor hat
übel behindert. Ich hasse diese Karagor-Viecher, weil die einfach nichts geschissen kriegen. Das hat brutig immer mehr Orks, Alter. Da krieg ich nur die Krise. Komm her! Kleiner Orki, Orki! Problem, wir haben keine Pfeile mehr. Machen wir es halt so. Easy. Gott, was für dumme Missionen, Alter. Ah, moin. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Dass Talin dazu nichts sagt, finde ich so komisch. Sprich doch mal mit den Orks. Schon wieder vergessen, was? Konnte nicht mal zum Schlag ausholen. Sad. Das machen wir eine neue Mission. Nehmen wir die doch auch noch mit, wenn die schon hier um die Ecke ist. Nehmen wir sie mal und ihre Armee dezimieren. Jetzt ist es an der Zeit, den Wanst mit Grog zu füllen. Du hast keine Vorstellung. Das ging geflohen, ah. Hä? Okay, das war ein Bug. Da ist dran geflohen, er fliegt um, währenddessen. Da steht dran geflohen, währenddessen er mein Schwert einmal quer durch den Kopf bekommen hat. Da steht dran, ja, geflohen. Okay. Er liegt am Boden, steht auf und läuft weiter. Klar! Natürlich! Geflohen mit einem Schwert im Kopf, Alter. Klar, wer flieht da nicht gerne? Digga, was? Sowas hatte ich ja sowas hab ich gar nicht gesehen. Das ist so ein Bug. Stimmt, was ist denn? Jo, bin Flor. Hat so ein Schwert im Kopf, aber bin trotzdem Flor. Klar, kennt man, Brudi, kennt man. Also, die betteln sich. Und du holst Blut. Genug der Zeremonie. Ort auf dem schwarzen Tor. Haben wir irgendwas Explosives hier? Weiß ich irgendwas über die? Oder. Nee, das. Das ist langweilig. Blut. Über den weiß ich halt gar nichts.
Wollen wir uns halt da ein bisschen einmischen, ne? Ah, hier, Pfandpfeil. Weg mit dir. Oh, Orta vom Schwarzen Tor ist tot. Na, wer hätte das gedacht? Ich nicht. Was sind das bitte für Hauptmänner, die sich einfach gegenseitig umschnetzeln, Alter? Der hat nicht mal Schaden hat er bekommen, Alter. Zeit für deinen Tod. Für deinen langsamen Tod. Nur weil du als einen Hauptmann getötet hast, heißt es nicht, dass du mich auch töten kannst, mein kleiner Freund, ha? Die Lektion schon wieder vergessen? Du kannst mir nichts anhaben! Lindert mein Tod deinen Schmerz? Ja, eigentlich schon. Dein Tod lindert sogar ziemlich meinen Schmerz. Und grob liegt der Auspeitscher. Ein Story-Hauptmann. Headshot. Hi. Tschüss. Kann man jetzt auch nichts machen, mein kleiner Freund, hä?